Großer Andrang vor einem Wirtshaus in Passau. Zum politischen Aschermittwoch hatte sich Sarah Wagenknecht angekündigt. Es war ihre erste Rede in ihrer Funktion als Vorsitzende des neu gegründeten Bündnis Sarah Wagenknecht. In ihrer fast einstündigen Rede kritisierte Wagenknecht unter anderem die Russlandpolitik der Bundesregierung. Die Ampelkoalition sei nicht nur die dümmste, sondern auch die gefährlichste Regierung Europas, so Wagenknecht. Der Krieg könne nicht durch Waffenlieferungen beendet werden, sondern nur durch Verhandlungen. Deutschland soll wieder ein Standort für Friedenspolitik und Entspannung sein. Das war die Bundesrepublik mal, eine Außenpolitik der Zurückhaltung. Das war Willy Brandt, Entspannung, neue Ostpolitik. Das brauchen wir wieder und nicht Diskussionen über neue Atombomben und Aufrüstung. Was ist das für ein Wahnsinn, was wir da haben? Wagenknecht sprach auch die Demonstration gegen Rechtsextremismus in Deutschland an. Sie sieht diese kritisch. Und ja, also ich verstehe jeden, der sich Sorgen macht, wenn die AfD immer stärker wird. Es ist eine Partei, in der es Neonazis, Rechtsextremisten gibt und das tut unserem Land nicht gut. Aber bitteschön, dann reden wir darüber, wer diese AfD so stark gemacht hat. Statt abstrakt gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren, muss man doch darüber reden. Man muss dann eben demonstrieren für bessere Löhne, für ordentliche Renten und für eine Regierung, die ihren Job macht. Wagenknecht verglich die Ampelkoalition mit einem Thekenstammtisch, nur dass letzterer kompetenter sei. Deutschland benötige endlich wieder Vernunft in der Politik. Ihre neue Partei sei eine Kraft in Deutschland, sagte Wagenknecht. Man werde das Land verändern. Die kommende Europawahl im Juni sei der Start dazu.